Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu Stellaris Utopia. Mein Name ist Kernkraft 3000 und wir waren am Kriegsende angelangt und wir sind mit dem blauen Auge davongekommen, muss man sagen. Da müssen wir gleich nochmal gucken in unsere internen Politiken. Wir wurden gezwungen von den Kantari und den Hanfelir nach dem verlorenen Krieg unsere Sklaverei abzusetzen und die Säuberung auszusetzen, und da müssen wir gucken, ob wir das überhaupt noch vereinbaren können mit unseren Ethiken und den Fraktionen, die sich bilden bei uns. Ja, und ich würde sagen, die Hadam, die hat es viel schlimmer getroffen, denn es wurde hier ein Pufferstaat geschaffen, in dem die beiden oder beziehungsweise die drei Planeten befreit wurden, und wenn diese drei Planeten befreit werden, nehmen sie automatisch die Ethiken an des Befreiers. Also der Kantari, das wird zum Problem. Aber da müssen wir mal gucken. Im Moment, wie gesagt, sind wir mit dem blauen Auge davongekommen. Tja, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich gucke erstmal mal in den Schiffsdesigner. Ob wir hier irgendwas Neues haben. Ne, das war alles noch in Ordnung. Keten, die hatten wir auch. Ja. Okay. Fraktion. Ja, die sind hier erstmal okay. Was ist das hier? Keine Ahnung, die sind aber noch relativ in Ordnung. Kronprinzessin Monarch. Ja. Also die sind zumindest zufrieden, weil wir jetzt auch einen Krieg geführt haben und so weiter. Man sieht das hier 71% militaristisch, das ist noch in Ordnung. Da hat es sich ja jetzt schon, ich glaube, pazifistisch gebildet. Und autoritär haben wir. Okay, im Moment also noch in Ordnung. So, die Flotte. Die erste imperiale Flotte ist wieder auf einem ordentlichen Nenner, aber noch nicht genug. Muss ich mal gucken. Ja, das erste, was ich machen muss, ist die Infrastruktur wieder ein bisschen hochgehen. Ja, irgendwie sind hier noch, ich glaube, vielleicht durch die Modifikation Deutschkorrektur, dass sich hier eine neue Fraktion gegründet hat. Angeführt von König Thoros. Moment, was ist das denn? König Thoros der Zweite, das sind wir doch. Die haben eine eigene Fraktion gegründet. Internal Development Initiative. Ah, gucken wir uns doch mal an. Wohlstandsfraktion. Nach Wachstum und Erschließung neuer Ressourcen. Das möchten wir auch. Oh, auf Vorrat haben, okay. Das wird ein bisschen schwierig. Aber das sollten wir hinbekommen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir das jetzt hier regeln. Stationsunterhalt. Also gucken wir doch mal an unsere Planeten an, was wir hier haben. Die haben plus 4. Im Übrigen ist ja das 1.6 Adams Update jetzt draußen und das lässt uns hier einzeln jetzt den Sektorbeitrag als Steuern rausziehen. Und wir können ja auch alles komplett entleeren. Oh, das ist ja in Ordnung hier, Mineralien. 50%. Dann nehmen wir doch mal 75%. Hier plus 3. Okay. Ja, die müssen wir weiter abschröpfen. So. Und ich gucke mir dann mal unsere Welten an, ob hier irgendwas. Gequite muss ich mir angucken. Baureihe, Oberflächen sind okay. Aber unzufrieden. Netzüberlastung ist hier drin. Hier auch. Ah. Der Bewohner wächst, das ist okay. Denn ich brauche dringend die Energie. Dringend die Energie, schauen wir uns doch mal hier den Planeten an. Oberfläche. Ich kann hier auch nichts weiter machen, aber das ist in Ordnung erstmal. 14. 142 kann ich auch noch keinen Erlass in Kraft setzen. Jetzt muss ich mal gucken. Wie
nämlich hier mit den Händlern. Ja, zumindest das kann ich mal kurzfristig machen, damit ich hier mit meinem Konstruktionsschiff, wo ist das? Da und da. So, schalten wir mal wieder alles ein. Wo kriege ich jetzt am besten, also hier wurde alles zerstört, diese ganze Flanke. Hier ist viel weg, hier ist viel weg. Ich werde aber jetzt hier eine Bergbaustation hinsetzen. Und hier... Oh, 270. Mich danach dorthin bewegen. Und die Bergbaustation auch mit aufbauen. Also wir werden das jetzt hier... weiter pushen, die Infrastruktur. Unsere Flotten wird schwierig, das wieder mit hochzuziehen. Adam-Mandate. Okay, das sind die hier. Protective, das sind die, mit denen wir gerade Krieg geführt haben. Oh, was sind das hier alles für eine... Okay. Das macht nichts, können sie ruhig schließen für mich, ist in Ordnung. Oh Mann, ja, die verbünden sich jetzt alle und machen schon ein Defensivabkommen mit dem Hadam-Mandate hier. System erkundet. Die Transportflotte. Transportflotte, muss ich mal gucken, wo die ist. Meda-System. Was ich jetzt hier als Armeen habe. Nicht viel, das ist hier nur diese Garnison. Die bewegen sich ja zusammen, glaube ich. Okay. Wahrscheinlich werde ich die hier landen lassen. Das ist witzig. Unglücklicherweise kann die Sicherung der finnischen Unabhängigkeit für uns keine Priorität mehr sein. Oh. Okay. Ja, okay. Alle schließen sich die Grenzen. Was? So, Konstruktionsschiff. Was hatten wir denn noch? Entschuldigung, so schicken wir das Ding mal hin, Bergbaustation. Das andere ist ja noch auf dem Weg dahin. Oh Gott, die ganzen Nachrichten. Ja, wir sind im Grunde dabei, unsere Flotten aufzurüsten wieder, so gut es geht. Die Transportflotte ist komplett, die schicke ich hier auf dem Planeten. Lande, alles Mögliche. Ah, das ist noch die... Was ist das für eine Station hier? Unsere. Ach ja, okay, wird gebaut. Gekütem 2, potenziell bewohnbar, das hier. Mhm. Naja. So. Energie, oh, ja, da müssen wir uns einiges noch einfallen lassen. Hm. Was wir hier machen, können wir hier schon was bauen? Ich glaube nicht. Doch, Tatsache. Da fliegen wir dann auch als nächstes mit rein. Boah, schon mal angucken. Okay, okay, dauert. Hier sind noch Trümmer. Da sind noch Trümmer. Ich habe nur noch ein Forschungsschiff. Das ist hier oben automatische Erkundung wahrscheinlich. Dann schicke ich mal... Brauche ich nicht weiter erkunden. Warum habe ich keine Möglichkeit? Achso, Grenzen geschlossen wahrscheinlich. Föderationseinladung. Oh ja, das ist nicht schlecht, aber ich glaube, das wird eine unserer Fraktionen verärgern. Kann ich das Fenster zumachen? Das hatte ich schon mal. Ich glaube, irgendwo war das hier. Alleine stark, hier glaube ich. Ja.
Diese Fraktion wünscht es, wenn das will keiner Fraktion. Verzicht auf den Beitritt zu einer Föderation. Eieieiei. Also ich lehne das jetzt auch mal ab. Und guck mal, ob ich mit denen nicht noch irgendwas anderes verhandeln kann. Handelsabkommen. Forschungsabkommen wäre nicht schlecht, wollen sie aber nicht. Naja. Warum sind die angemarkert? Soll das das... Okay, die Flotte haben wir mit... Warum sind diese ganzen Dings jetzt immer noch Tooltips hier kaputt? Also Schlachtschiff, Korvette, Zerstörer. Das heißt, Korvetten habe ich einige, kann ich noch ein paar nachbauen. Ich baue jetzt aber erstmal meine Infrastruktur hier mit auf. Das Ding ist da gleich fertig. Wird dann hier auch hier weiter gebaut. Minus 8. Oh, oh. Sehr schön. So, ja, wir könnten noch einen Planeten in Direktbesetzung uns nehmen. Es könnte dieser vielleicht sein. Dieser. Oder dieser. Keine Boni, keine Boni. Rubinok 5 ist unser Planet. Oh Gott, der ist auch nicht doll. Dann wohl eher den und hier die Basis hinsetzen. Das könnte ich machen, die kann ich die gleich alle wegholen. Okay, Forschungsalternativen haben wir. Energie habe 2, brauche ich dringend. Muss ich dringend machen. Okay, Konstruktionsschiff ist fertig. Also baut das hier mal direkt die Forschungsstation. So, hier baue ich mal Kolonieschiff. Und wir gehen hier aus Simtinaska in das System. Haben wir eine Flotte? Ne, die ist schon aufgewertet. Meine Armee ist im System. Ah. Kann ich die jetzt nicht landen? Ah ne, die sind hier schon, genau, die sind hier schon. Die Armee. Okay, das ist glaube ich voll. Jetzt hier wieder, so. Transportflotte. Wie komme ich die jetzt hier wieder raus? Gekütem. Kann auch nicht alle in Senden machen. Ja, das ist ja ein bisschen doof. Warte mal. Transportflotte, Transportflotte 12. Kann ich jetzt hier alle? Wieso kann ich eigentlich nicht hier landen lassen? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, hier. So, das ist meine und ich glaube, die Transportflotte war die, die ich da fälschlicherweise gesehen habe. Warum sind die eigentlich noch hier, die Kantari? Wollen die hier eigentlich irgendwas? Genau, das sind die Kantari hier. Was die hier machen im Orbit, verstehe ich nicht. Construction complete. Okay. Konstruktionsschiff ist hier fertig. Was können wir noch bauen? Wir fliegen das Ding einfach mal jetzt hier unten hin. Wo ich sowieso hin wollte. Bergbaustation. Okay, das wird gebaut. Oh, die Nahrung, das ist ja hier. Ah, Leute.
das hier alles zerstört worden? Da muss ich auf die Hungersnot auf jeden Fall ein bisschen achten. Das ist eher sehr gefährlich. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert, wenn das im gesamten Reich auf Minus fällt. Oh, das ist auch... Ach nee, das ist schon bebaut und in unserem System. Das hier noch nicht. Ja, dann, was haben die eigentlich für eine Flottenstärke hier? Nicht viel. Ah, die haben hier einen Außenposten gebaut. Hier auch. Forschungsschiff. Okay, hier wird das noch gebaut. Hier auch fleißig. Oh, ist das hier schon drin? Grenzbereich. Nee, noch nicht. Kann man auch noch nichts machen. Construction complete. Okay, klar, dass es fällt. So, Kolonieschiff werden wir direkt hier mal reinsetzen und den Planeten 5. Kolonisieren hier. Simti 1. Okay. Sehr schön. Wird natürlich wieder einiges kosten, aber das ist erstmal verschmerzbar. Wir brauchen neue Planeten für neue Ausbeutung. Unbedingt. Ja, Mineralien sind okay, laufen ganz gut im Moment, sodass wir auch nochmal zu Notenergie-Credits relativ teuer nachkaufen können. Hat da Mandate? Was haben die eigentlich? Ja, ist klar. Nicht Angriffsversprechen, Unabhängigkeit, Migrationsabkommen. Eieiei. Überlegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil wir im Moment wahnsinnig verwundbar sind. Kernsektor 1, hier ist bloß ein... Ah, okay. Kann ich den auch noch besetzen und unter... den Sektor hier fallen lassen eventuell. Den könnte ich jetzt hier mit reinnehmen sogar. Situation Log updated. Den Sektor kann ich hier noch mit bearbeiten. Kernsektor. Ja, mit hinzufügen. Das lassen wir mal so. Okay. Das ist okay. Baut, was es geht im Moment. Hier, nee. Ich sehe auch nichts weiter, was wir jetzt hier noch an Planeten haben, an die wir rankommen. Demnächst wahrscheinlich. Ich hoffe auch hier. Irgendwann, das ist noch mal eine ganze Menge. Situation Log updated. Bauen die jetzt hier eigentlich noch? Denn hier? Bergbaustation? Ah, okay, der baut. Die verschwinden endlich aus unserem Reich hier so langsam. Situation Log updated. Warum sind die eigentlich noch hier drin? Ich habe doch die Grenzen für die bereits geschlossen, die Kantari. Rivalität bedeutet automatisch Grenzen. Warum sind die hier noch drin? Keine Ahnung. Kolonisation in progress. Ja, jetzt wird kolonisiert, das ist schön.
Da wachsen auch die Grenzen. So, das Ding ist jetzt auf jeden Fall drin und ich glaube, man kann das auch sehr schön erkennen an, entweder sind die grau hinterlegt, so wie hier, oder richtig schön blau mit meiner Reichsfarbe hier sozusagen. Hier kann ich jetzt also auch mitbauen. Und wenn das Schiff, wenn das Schiff hier fertig ist, okay, ja, das wächst sehr schön zu hier. Das ist wunderbar. System Survey complete. Gott, Bergbaustation und dann. So, machen wir das. Das ist in Progress, das ist okay. Das wächst hier schön zu. Ja, die Grenzen werden hier verstärkt. Das ist auch wunderbar. Hier oben, das gehört jetzt auch mir. Kann ich auch mit reindrücken. Schön. Kann ich die hier stärken, die Grenzsysteme sozusagen. Gucken, ob sie noch ein bisschen weiter wächst gleich beim nächsten Schub. Construction complete. Das Schiff ist hier fertig. Okay, dann machen wir hier gleich weiter. Mit der Forschung. Ganz wichtig. Ja, und so langsam kommen wir auch unten dran. Hier haben wir bald alles. Auch das System bald. Das ist nicht schlecht. Schade, dass hier so wenig. Hier ist nicht viel drin. Hier Mineralien rauszuholen sind. Okay, gut. Wir sind hier weiter im Aufbau. Ich muss hier wahnsinnig drauf achten. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt mal machen kann. Gucke ich gleich mal. Ich mache hier eine kurze Pause. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also, macht's gut.